Wunderschönen guten Tag, willkommen hier bei einem neuen Projekt auf Lordio LP. Es ist lange, lange her, dass hier das letzte Video, das letzte Let's Play kam. Jetzt ist es endlich soweit, direkt mit einem neuen Projekt, der American Truck Simulator, kurz ATS. Wie der ETS halt vom Euro Truck Simulator, kennt ihr ja, habe ich ja hier auch schon gezeigt. Und ja, wir sind schon im Spiel drin. Ich habe gedacht, wir starten mal schon im Spiel, weil sonst zieht sich das ja immer alles so. Und ich habe gedacht, ich kann euch das so am einfachsten zeigen. Wir sind hier in Santa Cruz gerade in Kalifornien. Wir fahren über Huron nach Bakersfield. 168 Meilen, Fahrzeit von ungefähr 4 Stunden und 20 Minuten. Hier ist das Menü. Lordio Neuling, ich habe schon 1876 Meilen mit diesem Profil gefahren. Ich habe gedacht, ich spiele schon mal ein bisschen vor. Level 3 bin ich. Und ja, ich habe ein aktuelles Firmenguthaben, die von der American Logistic AG von $19.977. Und habe eine Garage und einen Fahrer. Und zusammen will ich mit euch hier dieses Spiel entdecken, Mods auch ausprobieren und die Firma aufbauen und immer neue Fahrzeuge kaufen und Leute einstellen. Ich fahre mit Lenkrad und ich würde sagen, wir fahren auch direkt mal los. Ich stehe hier nämlich ein bisschen ungünstig gerade. Und genau, wir müssen hier nämlich abbiegen. Und ja, wir fahren hier mit dem großen Kenwood, fahren wir gerade durch die Gegend. Ziemlich große Maschine. Man sieht es hier auch nochmal von der Außenansicht. Ein ziemlich großes Gefährt. Ja, so sieht's aus. Also es kam lange ja kein Video mehr. Auch Formel 1 und so habe ich lange nicht mehr gebracht. Ich werde gucken, dass ich da natürlich auch mit dem aktuellen Formel 1 2015 auch wieder Gas gebe und euch das Spiel weiterhin zeige hier auf dem Kanal. Habe ich schon vor, aber ich muss halt gucken, wie ich es zeitlich hinkriege. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ich bin seit letztem Juli oder seit letztem August eigentlich erst in Ausbildung. Und ja, seitdem ist es halt ein bisschen schwierig, alles mit der Zeit das hinzukriegen. Und dann habe ich auch die Geschichte mit meinem PC gehabt. Ich hatte ja auch im Herbst letzten Jahres 3 Monate lang kein Internet und konnte daher leider kein Video aufnehmen. Und dann kam halt die Geschichte mit meinem PC. Ich habe mir ja einen neuen PC gekauft. Das hat im Endeffekt auch alles nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich spiele jetzt auf diesem neuen PC. Perfekt ist das noch lange alles nicht. Aber ich bin froh, dass es jetzt läuft. Meinen alten PC habe ich auch nach wie vor noch am Start. Und der läuft auf jeden Fall auch noch. Den habe ich hier als Zweitrechner stehen. Ich habe ja insgesamt 3 Bildschirme sozusagen. Also das ist ein Fernseher, den ich hier habe an der Wand. Und ein Monitor, den ich normal zum Spielen auch nutze, den ich auch gerade nutze. Und diese beiden Teile sind am neuen PC angeschlossen. Und dann habe ich noch so einen ganz alten, so einen kleinen Bildschirm. Den habe ich an dem alten PC angeschlossen. Und der steht hier direkt neben mir. Da habe ich auch eine Tastatur und eine Maus extra für so eine kleine. Sodass ich den als kleinen Zweitrechner nutzen kann für bestimmte Sachen, wenn ich mal irgendwas Bestimmtes machen will. Wollte mal kurz die Ansichten durchgucken. Also wie gesagt, da habe ich ein bisschen, jetzt müssen wir hier links.
sind wir dem natürlich schön reingerasselt da. Naja. Ich bin auch aktuell hier ein bisschen eingeschränkt, weil ich das Mikrofon jetzt am Ständer stehen habe. Am Dreibeinständer und habe das jetzt halt hier so halb vor mir hängen. Und das ist halt ein bisschen schwierig an meinem Lenkrad hier zur Hand haben. Zwischendurch gibt es hier beim Game auch ein bisschen die FPS-Drops. Das ist jetzt aber auch erst seit der Aufnahme so. Also, wie gesagt, ich habe ja eben schon gesagt, mit meinem neuen PC, alles läuft doch lange nicht rund. Also da, ja, muss man mal sehen, was ich da so machen kann und wie sich das weiterentwickelt. Ist halt schade, weil ist ein teurer Rechner und ist halt dann schon blöd, wenn das dann nicht so funktioniert, wie man sich das dann vorstellt. Aber ich werde gucken, dass ich da dran arbeite und dann mal gucken, ob es dann mal irgendwann besser wird. Ich habe halt auch eine relativ schlechte Grafikkarte, daran kann das natürlich auch liegen. Weil es ist ein wahnsinnig gutes System, Intel Core i7-5820K mit 6 Kernen, 32 GB Arbeitsspeicher und halt eine GTX 770 mit 4 GB. Das ist halt für das System nicht besonders gut, wenn man sich halt die anderen Komponenten anguckt. Aber das muss ich dann mal bei Zeiten irgendwann angehen, mir dann eine neue Grafikkarte zuzulegen. So, jetzt müssen wir hier gucken. Aber kostet halt auch alles Geld, ne? Und muss man halt immer auch gucken, wie man das dann alles so finanziert kriegt. Deswegen belasse ich es jetzt erstmal dabei. Und da muss man sehen. Aber solange es läuft, kann man ja zufrieden sein. Es gibt immer schlimmere Sachen. Also von daher. Ja, hier beim American Truck Simulator ist ein bisschen die Umstellung immer von Meilen auf Kilometer. Das ist immer so ein bisschen so eine Sache. Und dann auch die Geschwindigkeit immer, das ist immer so eine Sache. So, hier müssen wir abfahren. Bakersfield. Und dann direkt hier wieder links. Ja, der Motorsound bei dem ist halt schon geil. Das ist halt hier ein richtig alter Kenwood. Und das ist halt schon was anderes wie die neuen Maschinen. Biegen wir mal hier ab bei Walbert. Müssen wir den ganzen Krampel abliefern. Supermarkt. So, dann mal gucken, wo der den hinhaben will. Versuchen es mal so zu machen, die Ladung wirklich selber auch einzuparken. Je nachdem, aber ein bisschen schwierig. Wir machen mal gerade Licht an. Es ist nämlich langsam ein bisschen dunkel. Aber müssen wir hier um die Ecke. Das ist natürlich jetzt hier schon ziemlich eng. Aber wir versuchen das Ganze mal. Das ist halt mit den Maschinen, mit diesen amerikanischen hier auch nochmal ein bisschen schwieriger. Die haben ja vorne die Schnauze dran. Ist halt jetzt extrem schwierig, da irgendwie reinzukommen.
Ihr seht das ja hier. Das ist ja irgendwie gerade ein bisschen... Weil da müssen wir nicht hin. Da sind wir ein bisschen falsch. Ich kann das eigentlich relativ gut, aber das kommt auch immer auf die Parklücke an. Das ist halt jetzt hier gerade ein bisschen... Weil so klappt das auf keinen Fall. Mist. Ja, müssen wir. Ah, ist das ein Akt, ey. Vor allem mit dem Teil hier, das ist ja auch noch so ein... Wir machen jetzt automatisch einparken. Ja. Wir gucken nochmal bei einem anderen Mal, dass wir das irgendwie besser hinkriegen. So. Dann gucken wir mal, was es von Bakersfield für Aufträge gibt. Nach Tonopah in Nevada. Das ist mit einem Kenwood W900 Daycap. Dann fahren wir mal mit dem. Von Bakersfield. Druckbehälter. Kriegen wir $6,041 für. So, da stehen wir. Und dann gucken wir mal, wo wir hier lang müssen. Also hier sieht man es. Tonopah, da müssen wir hin. Also es ist eigentlich ein Großteil Landstraße. Eigentlich ist es nur Landstraße, wie man hier sieht. Und dann über den Highway 395 und dann auf den Highway 95, Highway 6 und dann sind wir auch schon da. 9 Stunden brauchen wir dafür, 371 Meilen. So, dann gucken wir mal. Gucken wir mal hier nach dem Licht gerade. Die Frontmontierung und die Dachbeleuchtung. So sieht jetzt das Teil aus. Mit unserem geladenen Druckbehälter hinten drauf. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge hier von American Truck Simulator. Und ja, ich wünsche euch was. Macht es gut. Bis dann und tschüss.